Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1169. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 30 Runen, nehmen die einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen. Haben hier insgesamt 13 neue Angebote, wo wir uns einfach mal durchklickern können. Dann haben wir auch noch 3 neue Events und da... Ey, werden die mal fertig? Und da haben wir einmal hier eine VIP-Woche wieder drin. Kriegen wir nochmal ein bisschen Holz. Dann haben wir einen neuen Spießenlauf und hier nochmal, dass wir alles um 30% mit den Runen schneller machen können. Und ja, da werden wir wahrscheinlich nicht nutzen. Hier könnte man noch weitermachen, werden wir aber wahrscheinlich nicht, weil es gibt nur noch das Ei, das brauchen wir an sich nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was Unezahn hat. Unezahn hat wieder mal ein Ei und wieder 2 Sammlungsstücken, was schon mal sehr, sehr schön ist, weil da kommen wir auf jeden Fall wieder ein Stück weiter. Ich glaube, wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 32 oder so. 34 schon. Genau, das müssen wir mal 50 voll machen. Dann sieht das da erstmal wieder gut aus. Dann muss der halt noch ein bisschen was finden. Und da geht es hier gut voran. Hier bräuchten wir auch mal wieder ein Teil. Aber hier kriegen wir das leider noch nicht, das, was uns fehlt. Mal schauen, das wird dann wahrscheinlich später mal noch kommen. Sagen wir erstmal das hier ein. Dann haben wir hier unsere Drachis, aber bevor wir die machen, ist erstmal heute Schmeichler wieder dran. Schmeichler können wir nämlich heute für Level 173 machen und dann auch das letzte Mal, hoffentlich kriegen wir genug Eisen, können wir ihn das letzte Mal ins Training schicken, damit wir dann auf jeden Fall auch, ja, den ersten Kollegen auf Level 175 haben. Das wäre natürlich schön, aber dann müssen wir mal schauen. Jetzt können wir erstmal die losschicken. Also vor allem den Kollegen ging es, damit der schon mal sammeln kann. Weil dann wird der auch gleich nochmal fertig, bevor wir wieder dort sind. Jetzt können wir hier füttern. So, 2-mal. Und jetzt können wir noch mehr Fisch einsammeln. So, das passt an Fisch. Da können wir wieder vorgehen, nochmal füttern. Und dann kann das hier auch schon rankommen. Da können wir hier noch 2-mal füttern. Damit ist er Level 173. Braucht jetzt noch richtig fett viel Eisen. So viel Eisen werden wir halt jetzt nicht zusammenkriegen, so einfach. Da müssen wir mal gucken. Ich würde ihn heute schon sehr gerne ins Training schicken. Da müssen wir gleich mal schauen. Erstmal sammeln wir dich ein, damit der Kollege hier wieder los kann. So, wie kriegen wir denn jetzt am besten noch so viel Eisen ran? Ich meine, wir haben hier vorne auf jeden Fall noch welche. Wir können den Kollegen wieder losschicken, wir können dich wieder losschicken. Und wir können dich wieder losschicken. Genau, und der Kollege natürlich auch noch. Da fehlen uns noch 5000 Eisen. Wir könnten uns jetzt ein leichtes Ding machen und einfach mal sagen, okay, wir setzen das allererste Mal das Ding vom Tiefseespalter ein, die Attacke. Können wir machen, kostet 500 Runen, ist also ein bisschen teuer, überspringt dafür aber eine Stunde. Eine Stunde würde völlig ausreichen für das Eisen, meiner Meinung nach. Und ja, da werden wir das, denke ich, mal heute mal machen. Haben wir ja bis jetzt noch nicht, aber ich will ihn endlich fertig kriegen. Ich will Schmeichler heute das letzte Mal ins Training schicken. Weil wenn wir das haben, dann ist er halt wirklich maxed. Dann wird er wahrscheinlich in Folge 1170 max level. Deswegen würde ich das halt gerne gleich machen. Aber da müssen wir halt, wie schon gesagt, 500 Runen in die Hand nehmen. Ich meine, gut, wir haben zurzeit 8000 bis, über 9000 so rum. Wir haben ein bisschen über 9000. Da geht das, aber an sich, ja, müssen wir halt gucken. Sind wir ein Stück weiter unten wieder, sollte aber passen. Jetzt habe ich Fisch ausgegeben, was eigentlich dumm war. Aber wir haben hier nochmal ein bisschen Fisch. Dann nehmen wir das hier einmal mit. Weil da können wir Schmeichler nämlich auch gleich noch losschicken, dass der halt auch mit davon beeinflusst wird. Weil dann sammelt der uns halt auch nochmal 2700 Eisen so ziemlich. Was auf jeden Fall richtig geil wird. Du bist gleich zurück. Vorher, bevor wir das machen, können wir erstmal alle anderen Drachen noch wieder losschicken. Und nochmal schauen, ob noch jemand gefüttert werden möchte oder so. Da sollte das dann auf jeden Fall auch passen. Gut, ihr seid schon durchgefüttert. Der Kollege hier kann auf Level 94 so, kann es wieder ins Training. Dann könnten wir hier füttern, können aber zuallererst mal hier am Glücksrad drehen. Und du wirst aber kein Titan, okay. Ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir die beiden ins Training schicken hier oben. Ich glaube nämlich wahrscheinlich eher nicht. Damit könnten wir zwar die Zeit von denen jetzt auch überspringen, aber ich bin mir unsicher, ob wir dann noch genug Eisen zusammenkratzen könnten. Deswegen würde ich das erstmal lieber lassen. Wir können dich wieder losschicken. Dann gehen wir einmal zu dem Kollegen. Genau, den können wir dann einsammeln, wenn wir soweit sind. Jetzt sammeln wir erstmal noch dich ein. So, startest du wieder durch. Dann haben wir hier drüben natürlich noch unseren Dragus Wuschelbiest. Du kannst auch wieder los. Leider wieder das falsche Teil. Ist leider nicht so richtig das Richtige. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, wie das Richtige aussah, aber das war es nicht. So, der Immerflügler startet natürlich auch wieder durch. Und dann
fehlt nur noch der, genau. So, gehst du wieder los, let's go. Dann können wir jetzt einmal hier nochmal einsammeln. Hier hat man auch. Reisedrachen haben wir soweit alle losgeschickt. Wir können noch das Gratispaket öffnen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das Einfluss darauf hat, das werden wir gleich rausfinden. Aber ich glaube nämlich nicht, weil ich glaube, wir haben den auf irgendeinem Account haben wir den gemaxt. Und dort haben wir dann auch kein zweites Gratispaket gekriegt. Deswegen, naja. Öffnen wir erstmal das zweite. Let's go. So, dann nehmen wir einmal das zweite Gratispaket mit. Kriegen hier nochmal 9 Odinsmarken. Und bekommen hier dann einmal Sturmschnitt, riesenhaften Altrum, rotes Gift. Und haben auch nochmal ein bisschen Fisch, Holz, Runen. Ja, wunderbar. Dann gehen wir einmal aufs Kreuz. Können jetzt einmal zu unserem wunderbaren Kollegen hier rübergehen. Können das einmal hier nochmal einsammeln. Und dann können wir auch hier beschleunigen. Das sollte auch gehen, wenn wir dich losschicken. Genau. Drück mal einmal hier drauf und tun das. 500 Runen, das tut schon etwas weh. Aber das Ding ist erledigt. Und damit sollten jetzt alle nahezu wieder da sein. Genau, du bist da. Ich kann mal zurückpfeifen. Du hast ja auch ordentlich was gesammelt. Und damit kann der Kollege hier ins Training. Es ist sein allerletztes Training. Dann hat der Kollege es komplett geschafft und ist Level 175. Also einmal ins Training halten und einmal gefüttert werden. Aber das Füttern sollte dann, denke ich mal, keine Probleme werden. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von der Menge an Holz, die wir bekommen haben. Aber gut. An Fisch eigentlich auch, aber egal. Wie hat's denn jetzt? Hat? Nee, hat nicht gefunzt. Okay. Gut, dann sammeln wir einmal hier ein. Kriegen hier nochmal ein bisschen Holz oben drauf. Dann haben wir hier nochmal oben genauso viel Holz oben drauf. Okay, einfach fast gleich lagervoll. Und dann sammeln wir das hier einmal ein und kriegen hier riesen auf den Altraum, Gronkel. Und hier bekommen wir auch nochmal dieses eine Teil. Haben wir jetzt schon 35 sind es jetzt, ich glaube, was auch nicht ganz schlecht ist. Gehen wir hier rein, haben hier noch 5 tägliche Aufgaben fertig und eine wöchentliche. Damit kommen wir noch nicht auf die nächste Belohnung, oder? Doch, genau, Punkt, genau auf die nächste Belohnung. Let's go, sehr schön, genauso wie man das sehen will. Drachen könnten wir sogar auch noch fast schaffen. Verteidige Berg, müssen wir mal gucken, haben wir auch im täglichen noch was. Ja, hier haben wir auch noch zweimal Verteidige Berg, da wäre das sogar ganz gut. Genau, nehmen wir erstmal mal die 500 Season-Währung und die 100 Runen mit. Dann können wir jetzt noch ein weiteres Season-Geschenkpaket öffnen. Und ihr seht schon, wir bewegen uns schon wieder relativ schnell auf die 9000 Runen zu. Nehmen wir das einmal mit und wir bekommen hier wieder einmal Runen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon fast die 9000 wieder reichen, genau. Fehlen nur noch 200, das ist nicht viel. Also da sind wir auf jeden Fall wieder ordentlich rangehüpft, was schon mal sehr geil ist. Dann gehen wir jetzt in Verteidige Berg. Ne, warte, was ist denn hier? Den haben wir noch gar nicht losgeschickt. Gut, dann können wir dich noch einmal losschicken für 4 tauschen, so. Und dann können wir jetzt in Verteidige Berg reingehen. So, und so. Und dann einmal noch den Kollegen und den Kollegen. Let's go. Gehen wir hier einmal rein und wir können zuallererst, ja, hier ist eigentlich völlig egal. Wir gehen einfach von hier unten so ein bisschen rein, unten rechts so ein bisschen. Und da machen wir hier auf jeden Fall dann richtig schönen Schaden. Vielleicht holen sie sich die 3 Kleinen noch, das wäre ganz gut. Wir können jetzt erstmal hier 2 mal reinschießen, damit ist das weg. Dann holen die jetzt das, wie ich es wollte. Wunderbar, dann kann ich hier schön schießen. Und da gehen die auch schon aufs große Schiff. Bringt nichts mehr. Wir haben nämlich an der Stelle schon gewonnen. Das heißt, ich konnte jetzt sowieso nichts mehr rausholen. Und da würde ich auch sagen, öffnen wir jetzt gleich mal die 3 Truhen, wenn wir hier die schönen 3 Schlüssel uns schon mal stibitzt haben. So, dann einmal einsammeln. Let's go. Haben wir noch mal ein paar Runen sogar oben drauf. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier noch 3 Aufgaben fertig. Davon sind 2 tägliche Aufgaben und eine wöchentliche. Und haben damit auch nochmal 50 Runen oben drauf. Also Runen richtig gut. Sehr, sehr schön. Wie weit sind wir denn eigentlich im Season Pass an sich? 4000, das geht. Da sind jetzt noch knapp über 1500. Das klappt. Genau, dann schauen wir einmal hier rein. Da haben wir nämlich 5 Kämpfe in den Spießenlauf. Da starten wir auch gleich rein. So, das Gratispaket wollen wir natürlich gerne mitnehmen. Das sollte, denke ich mal, auch kein Problem werden. Gratispaket wäre natürlich super, wenn wir da dann, ja, die Odinsmarken wieder mitnehmen können. Und vielleicht nochmal ein paar Runen rauskriegen. Da können wir gleich nochmal 100 Runen, also die nächsten 100er Schritt sozusagen voll machen. Fehlen jetzt nur 25. Erstmal gucken wir, dass wir uns den wegholen. Das sollte aber kein Problem sein. Er kommt noch einmal dran, kann aber nichts groß machen. Und dann kriegen wir den hier auf jeden Fall auch jetzt weg mit unserem Sturmschein einmal angegriffen. So,
Dann können wir jetzt in der nächsten Welle zuallererst einmal auf den Kollegen gehen. Prinzipiell ist es egal, sind eh die gleichen, macht eh keinen großen Unterschied. Hier nochmal die Schwäche und dann Knochenräuber nochmal normal, Skrill nochmal normal und dann einmal die Heilung raushauen. Let's go. Hier zwei Attacke und dann einmal die Heilung. Wunderbar. Knochenräuber und Skrill nochmal und dann läuft das hier super, so wie man es haben will. So, der Kollege ist weg und wir haben an der Stelle auch schon wieder gewonnen. So, drehen wir am ersten Glücksrad und hier bekommen wir einmal ein Rekrutenpaket. Okay, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Und dann drehen wir am nächsten Glücksrad und hier bekommen wir dann noch ein weiteres Mal 67 Millionen Fisch. Wunderbar. Dann können wir hier einmal das Gratispaket mitnehmen. So, dann können wir auch gleich direkt in den nächsten Kampf gehen. Könnten uns da sogar gleich nochmal ein zweites Rekrutenpaket abholen, was auf jeden Fall auch nicht so schlecht wäre. So, da gehen wir natürlich zuallererst einmal auf den Kollegen. Das sollte meiner Meinung nach gar kein Problem werden. Skrill normal, Sturmschalt Schwäche, Knochenräuber normal. Damit ist er auf jeden Fall dann schon zu 75% weg oder komplett. Ja, leider Knochenräuber jetzt nicht dran gekommen, bisschen schade. So, und dann Knochenräuber normal. Der Kollege ist weg. Und dann gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen. Geben jetzt mit unserem Sturmschein einmal die Schwäche, greifen dann mit dem Knochenräuber wieder einmal normal an und gehen dann auf ganz entspannt auf die Heilung von unserem Sturmschein. Damit machen wir dann richtig dicken Flächenschaden und heilen uns halt gleichzeitig hoch. An dem Skrill hier in der Mitte machen wir sogar noch mehr Schaden. Ich hoffe natürlich, unser Knochenräuber überlebt das jetzt. Das sieht ein bisschen knapp aus. Aber schauen wir mal, vielleicht wird es ja was. Ja, sehr schön. Blöd, dass wir jetzt Schwäche haben, weil damit... Oh, wir haben ihn sogar weggekriegt. Okay, das hätte ich jetzt sogar gar nicht mehr erwartet. Aber gut. Kriegen jetzt nochmal richtig dick Schaden reingedrückt von dem Kollegen. Mag ich jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. Aber es steht nicht so schlecht. Weil der kommt jetzt auch nicht wieder auf die drei Aktionspunkte. Das heißt, wir können ja einmal normal angreifen. Gehen dann mit dem Knochenräuber auf den Kollegen und mit dem Skrill auf den gegnerischen Skrill. Und dann hat sich das auch schon erledigt. Dann müssen wir es so hier machen. Und gehen jetzt auf die Heilung. Damit wir ja auch keinen Drachen mehr verlieren, weil wir haben ja auch nur noch zwei. Und da sollte das dann auf jeden Fall passen, wenn wir jetzt hier mit dem Skrill nochmal normal reingehen. Jetzt die Schwäche von unserem Sturmschild einmal raushauen. Und dann jetzt mit unserem Skrill noch ein weiteres Mal normal hier reingehen. Ist der Kollege auch weg und wir haben hier auch wieder einmal gewonnen. So, drehen wir am Glücksrad und wir bekommen hier einmal 67,5 Millionen Fisch. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Hier kriegen wir jetzt nochmal richtig dick Holz und zwar nochmal 157 Millionen oben drauf. Und dann können wir auch schon das Rekrutenpaket einsammeln. So, nehmen wir das einmal mit. Wunderbar, öffnen wir auch gleich hier Skrill, riesenhaften Altraum, Kronkel. Gut, wir hatten jetzt auch keine andere Wahl, als das hier zu öffnen. Dann nehmen wir hier das hier noch mit. Let's go. Storner Trommler, Knochenräuber, Wahnsinn, Zipper. Und dann hier noch das Gratispaket. Vielleicht kommen wir jetzt über den 8900 Runen, weil wenn wir das schaffen, können wir sogar, wenn wir den nächsten Kampf noch gewinnen, auch heute wieder gleich über die 9000 Runen kommen. Aber es sieht schlecht aus, das können keine sein, genau. Es waren leider nur drei, okay. Das heißt, heute wird das wahrscheinlich eher ein knappes Ding. Was haben wir hier jetzt noch fertig? Nochmal 5 Runen oben drauf, okay. Ja, es ist halt zu wenig. Aber gut, dann gehen wir jetzt noch in das Event hier nochmal rein. Mach mal den nächsten Kampf noch, da kriegt man nochmal 100 Runen. Und da sind wir dann auf jeden Fall auch gleich fast wieder bei den 9000 Runen. Also haben eigentlich diese 500, die wir vorhin ausgegeben haben, schon wieder fast wieder aufgeholt. Ja, wäre natürlich jetzt richtig geil gewesen, wenn wir die nicht ausgegeben hätten, weil dann wären wir jetzt gleich schon bei 9500, was halt absolut krank wäre. Aber es ist halt so. Lässt sich jetzt nicht ändern. Wir wollten es ja fertig kriegen. Damit haben wir jetzt Schmeichler auch demnächst, beziehungsweise im nächsten Video, auf jeden Fall auf dem nächsten Level und damit auch auf dem höchsten dann gleich. Müssen halt gucken, dass der Fisch noch reicht. Aber vielleicht kriegen wir hier aus dem Glücksrad dann auch gleich nochmal ein bisschen Fisch. Da sollte das auf jeden Fall dann gut ausreichen. Da sehe ich dann keine Probleme. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir noch gewinnen. Ich brauche noch nie über die Glücksräder reden, wenn wir noch gar nicht so weit sind. Deswegen gehen wir mit dem Skrill nochmal normal rein. Er als Gegner könnte jetzt die Dreierattacke von sich raushauen. Das wäre aber nicht ganz so schlimm, weil... Er macht es auch, genau. Weil dann können wir jetzt nochmal normal angreifen, können uns den wegholen, kommen mit 5 Aktionspunkten in die nächste Welle und können uns jetzt gleich am Anfang der nächsten Welle heilen, sobald die Gegner halt einmal drangekommen sind. Aber da läuft das auf jeden Fall richtig gut. Hab mir auch gleich den richtigen tödlichen Nader rausgesucht.
Schade, dass wir jetzt nochmal Schwäche gekriegt haben, aber naja, gut, so ist das halt manchmal. Dann gehen wir jetzt mit dem Skrill noch einmal normal rein. Let's go. Und damit fehlt nur noch unser Sturmschneid und wir haben das Ding dann hier gerissen. So, jetzt einmal das hier und der Knochenräuber. Skrill-3-Attacke, hauen wir gleich auf den Kollegen. Damit ist er dann auch gleich schon fast weg. Weil Skrill-3-Attacke macht halt auch relativ viel Schaden. 470, das kann man blicken lassen. Und damit können wir uns den jetzt wegholen. Ja, Schneeflocki oder wie er heißt, können jetzt nochmal die 3-Attacke raushauen. Das könnte unserem Knochenräuber sehr wehtun. Hat er aber nicht gemacht, was von ihm an sich ein Problem war oder ein Fehler war. Weil jetzt können wir hier nochmal schön auf die Heilung gehen. Greifen wir mit dem Knochenräuber nochmal normal an. Und damit haben wir den auch nahezu schon weg. Gehen jetzt nämlich nur nochmal normal rein. Geben jetzt hier nochmal die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen mit dem Knochenräuber jetzt noch einmal normal an. Und der Kollege ist weg und wir haben an der Stelle hier gewonnen. Dann drehen wir am ersten Glücksrad. Kriegen ja leider noch keinen Fisch, so wie es aussah. Doch, aber leider nur ganz wenig, also fast nichts. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Hier bekommen wir jetzt nochmal Fisch, aber auch nicht so viel. Ah, miese Prise ist das wenig. Aber gut, mit 1,2 Milliarden kriegen wir morgen nochmal 2,5 Milliarden ungefähr drauf. Könnte das vielleicht gerade so reichen? Müssen wir schauen. Im Postfach hat man jetzt leider gar nichts mehr. Nee. Aber gut, das wird schon. Aber ich würde auch sagen, das wäre es an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.